Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Zockerstube. Ja, das nächste Spiel steht an gegen Red Bull Leipzig oder Rasenballsport Leipzig. Einmal noch kurz in die Aufstellung. Für die, die es nicht gesehen haben, wir fangen an mit Ginczek vorne im Sturm, Holtby und Kovalenko dahinter, rechts Müller, links Kostic, in der Mitte Silva, rechts Sakai. Links Ostrzolek im Tor Adlai und die beiden Innenverteidigungen bilden diesmal Spahic und Kleber. Auf der Bank sitzen noch Douglas Santos, Touansabe, Halilovic, Bahoui, Bobby Wood, Gudetti und Gideon Jung. Dann fangen wir auch jetzt gar nicht lange groß an rumzuschnacken, sondern starten das Spiel gegen Leipzig. Ich bin heiß wie Frittenfett. Oh, soll das rechts etwa David Selke sein? Und wen haben wir? Ja, es könnte Kovalenko sein. Lass uns aber überraschen. Ja, ich überlege ja ehrlich gesagt, oha. Ich überlege ja ehrlich gesagt, demnächst eine zweite Karriere anzufangen. Und zwar einfach mal mit einem großen Verein, wie zum Beispiel, wen könnte man dann da mal nehmen? Das ist jetzt mal die nächste Frage. Also ich würde jetzt spontan sagen, ein Verein aus England. Da können wir drüber streiten, ob wir meinen persönlichen Lieblingsverein Manchester United nehmen oder ob wir Liverpool nehmen, Arsenal, Chelsea oder ob wir zum Beispiel auch Leicester nehmen sollen. Oh, schönes Ding. Lasst gerne mal ein paar Kommentare da, worauf ihr Bock habt. Wir können natürlich auch mit den ganz, ganz großen spielen, wie zum Beispiel Real Madrid, Barcelona, Herzlich willkommen Manchester zurück im City, Spiel. Wolfuß und Frankfurt Schwarz Juventus sind für Sie Turin. dabei. Wir können auch nach Frankreich gehen, obwohl ich finde die französische Liga sehr, sehr langweilig. Wie ist Da dein ist es ja Eindruck wirklich von der nur Heimmannschaft, Uschi? Paris, Klar, Paris, wir sind Paris. noch früh in der Saison, aber der Start lief schon mal Oh, richtig gut Entschuldigung. für Sie. Beide Spiele zum Auftakt konnten Sie gewinnen. Wie gesagt. Und Schreibt so gerne in die sieht die Kommentare, welchen Verein ihr Startformation sehen des wollt. Wir Hamburger können SV auch heute aus. Wir eine zählen Spielerkarriere welche starten. Wir Leute können allerdings auch sagen, 4, 5, wir 1, lassen die aber Spielerkarriere offensiv weg ausgerichtet. Und entsprechend stehen die und Mittelfeldspieler fangen vergleichsweise dafür. hoch. Oh, schön gesehen, Tomanyan, Holpi. Holtby, Oh, das muss es Schlüter. sein, ey. Und ich drück doch schon auf Dollar auf Kreis. Wir lassen zum Beispiel eine Spielerkarriere weg und nehmen dafür noch einen Nehmen. kleineren Verein. Bringt Deutsche es mal zweite weit nach Liga vorne. oder Genau richtig, aus nur dass wir gerade Spanien völlig oder unglücklich sind, England dabei zweite, dritte hinzukommen. Liga gibt, da gibt es ja genug. Zum Beispiel schön ein richtig traditioneller Verein ist natürlich Sie suchen die beispielsweise Lücke. der FC Millwall Die Flagge kommt aus gut rein. England. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Gutes Auge Oh, in dieser Alter, wer hat Situation. da mein Spiel Entscheider umgetreten? vorbereiten. Welche Mistratte? Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen Sie dranbleiben. Wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, worauf ihr wirklich richtig Bock und Cristiano. Laune habt. Ginczek. Ah, darf nicht wahr sein hier. Sie müssen schneller spielen, Und dann dann natürlich könnten Sie brauche die ich noch Defensive überraschen. von euch. Schön gespielt, Holtby, das da muss es macht er sein. klasse auf. Dann brauche ich natürlich von euch noch für Baldowski, die Ecke für jeweiligen Hamburg. Vereine gleich Erster gerne. Vorteil, aber der Oh, ist noch keiner Emil! mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig. Ginczek. Da brauche ich Spieler für von euch, welche wir verpflichten. Hat ihr hier beim HSV einigermaßen oder hat es eigentlich gut geklappt mit Orban, mit Touansabe, Sie mit suchen das Loch in der Kovalenko, Abwehr. Lingard natürlich Sehr leider gut nicht eingespielt. bekommen. Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber Sie können trotzdem klären. Dafür aber natürlich mit Subotic und Ginczek,
Guidetti, noch Der sehr, sehr Hamburger gute, SV und dürfte Basoe heute noch gut gute drauf sein, dazu bekommen. besonders angesichts des Auswärtssieges als Bayer 04 Hatte ich Leverkusen der Orban schon Gegner gesagt? war. Es gab ein solides 1 zu 0 und Ähnliches Ja. könnte ich mir für die heutige Super. Partie Spalt auch vorstellen. verletzt. Da ist er. Dann werden wir Spalt rausnehmen. Halbi war auch schon eben angeschlagen. Der ist aber wohl irgendwie ausgeschüttelt. So, dann kommt Thuram Sabé zu seinem Debüt. Da und hat die Flanke. Oh. Und bei der nächsten Oh. Unterbrechung wird hier gewechselt. Oh. Sehr gut aufgepasst. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Und da verlieren sie den Ball. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Nikolai Müller. Und jetzt Ich immer kann noch mir Oster schon dazu sehr unter Druck. wirklich viele Vereine vorstellen. Wir können auch was Und in ganz, ganz Kürze anderes steht starten und die nehmen nächste eine Bundesliga-Partie wirklich an für den HSV. Dann geht fremde es Liga, wie zum auswärts gegen Beispiel den die FC schottische Frankfurt. oder so. Natürlich Oder wir kommentieren gehen wir auch nach diese Partie sehr gerne. Holland. Lukas Silva. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Sag mal, was sind das hier wieder für Gut gemacht, den Ball runter unnötige singen. Pässe von mir? Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. So, Herr Müller, jetzt machen wir ein paar Meter hier. Glück gehabt. So, ein Jetzt weiter könnte es zu Holpi. gefährlich werden. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Ah, Und das gibt er kriegt Eckball. ja seine alte Kackstelze noch dazwischen. Jetzt schießt er. Ach, Ja, der Freistoß noch die abseits. Fahne runter. Der Ball kommt doch vom Gegner. Davy Selke. David Selke. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Oh. Schuss! Da ist er aufmerksam, Stark kurz vom gehalten. Torwart. Ganz, ganz stark gehalten von Dem Rasenball, Manuel der sieht Adler. heute nix aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure und beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Gibt Vorteil hier und jetzt kann Ja, er flanken. nimm deinen alten. Sehr gut aufgepasst. Oh. Oh. Da profitiere ich natürlich gerade von, dass die KI so mega bescheuert ist. Oh. Warum kriege ich den Ball nicht rüber? Werner. Den spielen wir wieder zurück. Werner, das muss Wird das eine ketteln. Torchance? Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Sakai. So. Hackengas. Holtby. Ah, da ist auch Abgezeigt oder jedes Mal so angezeigt, ein es gibt noch 2 Minuten Kadaverkörper zu laufen. dazwischen. Ah. Dominik Kaiser. Klostermann. Zum Kotzen. So, jetzt. So. Ich glaube, ich werde mal die Taktik ändern. Ich glaube, ich werde mit zwei Stürmern spielen. Damit wir nach vorne einen besseren Zugriff bekommen. Spielen mit einer breiten Raute. Ginczek. So, jetzt habe ich es aber langsam. So. Genau, dann geht da Kovalenko hin. Und im Sturm bringen wir mal Bobby Wood. Und dann So, werden der wir auch HSV wechselt hier hier. offensiver agieren. Nee, mit Pressing und hohem Druck. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Kostic. Kommt da dazwischen. Kostic hat aber noch den Ball. Kovalenko. Und er schießt. Den hat er Oh, auch nicht richtig getroffen. Ja, das natürlich nochmal geht ein gutes schön Stück vorbei. gespielt. Muss ich mal selber loben. Kovalenko. Wird's jetzt gefährlich? So, Herr Bobby Wood. Ah, ein bisschen zu Defensivplan weit. ist Ein gut. bisschen zu weit nach hinten gespielt.
Ganz, ganz bitter. So geht's für die Gäste weiter in der Fußball-Bundesliga. So. Ostrolenk. Ginczek. Jetzt ist er auf unser Vormarsch. Das kann doch nicht angehen, ey. War auch die Ballannahme sehr, sehr schlecht gemacht. Jetzt müssen Sie aufpassen. So, Ginczek. Mach ihn. Da macht er ihn. Sauber. Verdient. Da ist er. Ginczek. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Sehr, sehr schön. Da gibt es mal von mir auch einen Applaus. Daniel Ginczek. Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Pass auf die Außenbahn. Die Gäste werden wechseln. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Oh, in der Vorwärtsbewegung den Ball verlieren, das ist eigentlich immer schlecht. Werner. Oh, stark gehalten. Ganz, ganz stark von Adler. Hält mich hier gerade wirklich im Spiel. Schon so, drei, vier gute Paraden. So. Und jetzt können wir kontern über einen schnellen Müller. Oben läuft Bobby Wood. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt gibt's hier das muss Bobby das Wood. Tor sein. Ja, oh mein Gott. Schande über mein Haupt. Oh, das muss das 2-0 sein. Dann ist der Deckel hier drauf. Und dann kann ich zufrieden mich ein bisschen zurücklehnen. So muss ich wirklich immer wieder mit Arschwasser hier auf der Couch verbringen, dass ich hier irgendwie defensiv. Boah. Wieder stark gehalten. So. Kostic. Ja, ein bisschen zu schwach. So, auf jeden Fall werde ich jetzt defensiv spielen und auf Konter setzen. Ja, also wenn Adel gleich sagt, er will eine Gehaltserhöhung, die gebe ich ihm. Bärenstark. Bärenstark. Von unserer Nummer 1. René Adler. So. Jetzt muss ich echt hier aufpassen. Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Ja, das kann nicht angehen. Also Leipzig macht das auch ehrlich gesagt gerade echt gut. Schön frühes, hohes Pressing. Da kommen sie nur schwer durch. Der Abwehrspieler ist da, Flanke raus damit. Wird das eine Torschance? Ich verliere auch jedes Kopfballduell. Ich muss, glaube ich, echt anfangen. Nicht mehr versuchen, den Ball sozusagen abzulegen mit einer X-Taste, sondern wirklich auf Kreis oder Viereck das Ding mal irgendwo in die Wicken schlagen. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Gut vom Torhüter. Die Ecke ist kein Problem. Oh, warum? Ich drücke nur nach oben. Ich bringe mich hier wieder selber in. Jetzt schießt er. Und da war er zur Stelle. Super in Probleme. So, jetzt mal ein bisschen beruhigen, nochmal auswechseln. Ich werde zurück auf eine andere Formation gehen. Ich werde jetzt wirklich Beton anrühren, auch wenn es nicht schön ist. Und zwar, genau, 5-4-1. Kleber Ostrolenk. Bobby Wood bleibt im Sturm. Kostic, Ginczek, Müller. Ja, wie mache ich das am
sinnvollsten. Ich bringe Gideon. Ich glaube, das ist nochmal Kostic. Geht links rüber. So. Oh. Das sieht einigermaßen gut aus. So, jetzt auch nur noch weit. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Das stimmt allerdings. Da sagt Wolfuß endlich mal das Richtige. Kurz vor Schluss 1 zu 0. Und nicht wie man schon mal rein tisch in Freundschaftsspiel oder wenn man eine Trophy gewonnen oder gewinnen wollte und irgendwie 5 Tore schießen musste mit einem Spieler in 2-3 Schwierigkeitsstufen runtergegangen ist, dann stand es, keine Ahnung, in der 80. 9-0 und dann, oh ja, hier ist noch was möglich. Und dann denke ich mir immer so, ja, genau. Hier. Ich krieg auch keine Ruhe rein ins Spiel. Oh, das ist es. Oh, das ist. Ich mache hier auch echt gerade die bescheuertsten Fehler. Dass ich auch immer noch sauber hinten raus spielen möchte in der Situation. Na, jetzt ist es. Das ist es. Das war klar. Das war so klar. Da bin ich selber schuld, zu dämlich, zu viele Fehler gerade gemacht. Ah, zu viele Fehler gemacht am Ende. Ich sag mal, bis zur 60., 65., 70. habe ich es eigentlich gut gespielt und dann so ein Kacke das gespielt, das ist nicht mehr normal. Unglaublich. Ah, das ärgert mich selber. Könnte ich mich ohrfeigen für? Hasse ich mich für? Ah. Ja. So. Wir werden keine Zeit verlieren. Nehmen wir in dem Part noch Freiburg mit. Danach kommt, ja, also Luca Waldschmidt, sehr gut. Gucken wir schnell rein. Aufstellung müsste eigentlich so passen. Nehmen wir noch Freiburg mit. Und dann ist es, glaube ich, auch. Dann reicht das auch wieder. Oh Himmel. Natürlich. An die Latte. Warum auch nicht? Vorbei. Aber was ist denn das hier? Geht doch. So, boah, auch noch die Flasche mitgenommen. Sehr gut. Oh. Gegen. Nee, auf jeden Fall danach hier wird ans Aluminium. Nehmen wir jetzt noch Freiburg mit und dann machen wir auch Schluss für heute. Und dann werde ich auch, glaube ich, Schluss machen. Ich bin gerade hundemüde. Oh, und Aluminium. Natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Da, 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 da. Da komme ich nicht rüber. So, das war auch wieder. Ja, gut. Lassen wir es. Na, ja, an der Evil Lane, natürlich. Ach so. Das mit Leipzig, es ärgert mich richtig. Ich werde mich auch jetzt, glaube ich, noch die Tage verfolgen. Also werde ich bestimmt heute Nacht schlecht von träumen. So. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Ah, ganz, ganz knapp. 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Ja, das war ganz, ganz schlecht. Kurz zu den Gästen, wie ja. Schätzt du sie heute ein, Buschi? Der Start in die noch junge Saison lief für sie sogar besser als erwartet. Gut, man muss aber auch mal sagen, wir sollen nur in die Europa League. Ich glaube, Europa League ist Platz
6 in den nächsten 2 Jahren. Jetzt ist Mittelfeldplatz angesagt. Da muss man einfach auch mal mit einem Pünktchen manchmal zufrieden sein. Ich sag mal, HSV wird zufrieden, wenn sie nach 3 Spielen 7 Punkten hätte. Jeder weiß ja, die haben nach 6 Spielen 1 Punkt. Und Torverhältnis von 2 zu 14 im Moment. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Ja, natürlich. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt der Schuss. Ja, da fehlte einiges zum Tor. Witz war das von euch. Ein Witz. Lachhaft. Oh. Kostic. Holtby. Wird's jetzt gefährlich? Ah, bin auch nicht dran vorbei. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Und das macht er schon. Oh, ganz, ganz schlecht. Also ganz ehrlich. Das ist auch manchmal echt zu doof, wie ich da verteidige. Da müssen mich die Schweine beißen für so dämlich, wie ich das verteidige. Unglaublich. Oh, Freiburg presst auch. Ja. Der war noch nicht aus, Blindschleiche. Geht direkt weiter, schneller Einwurf. Er passt ihn auf den Flügel. Abrashi. Das ist, ja. Das könnte gefährlich werden. Klasse Technik. So. Ah, ich wollte den Spieler schicken und ich muss gleich ausmachen. Ich bin nicht mehr. Ich glaube, ich schaffe nicht mehr die Konzentration oben zu halten. Das ist. Ich mache zu viele dumme Fehler. So, wir werden definitiv offensiver spielen. Ein guter Kopfball. Ja. Oh Mann. Oh Mann, 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 Mann. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore. Ist doch klar. Kostic. Buschi und Wolf Fuß Schnauze halten angesagt. Unglaublich. Ah, spiel doch weiter nach hinten, verdammt. Das ist doch jetzt nicht der Ernst, ne? Also ganz ehrlich, manchmal, auch so sehr ich FIFA das Spiel liebe, das ist nicht normal manchmal, was hier für Fehler drin sind. Und da kann ich auch wirklich immer mehr Leute verstehen, die sagen so, sie holen sich einfach nicht mehr FIFA. Wofür? Dafür, dass es der aktualisierte Kader ist. Und so ein bisschen vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das da jetzt alles so, also man merkt zwar kleine Unterschiede, aber es ist trotzdem der Fall, dass da immer noch zu viele beknackte Fehler drin sind. Und da frage ich mich auch langsam, wofür ich jedes Jahr, keine Ahnung, 50, 60 Euro dafür zahlen soll, dass dieser ganze Spaß einfach nur für einen neuen Kader. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Es gibt Ecke. Das wird, wie gesagt, Zeit. Philipp. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht. Dass jetzt gleich hier Pause ist. Ich bin auch echt müde. Entschuldigung, dass ich euch hier echt ins Ohren gehen. So, Laufmüller. Vogel. So. Oh, ja, jetzt kann man auch mal pfeifen, ey. Mann. Alte Pissratte. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So. Chance erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen. Oh, was ist das denn für eine Flanke wieder von mir, ey? Sie suchen das Loch in der Abwehr.
Geht doch. Einmal, da habe ich einmal wirklich gerade schön kombiniert. Das Tor. 45. ist natürlich nochmal wichtig vor der Pause. Oh, Himmel. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Wir gehen mit. So. Wolfsburg führt gegen Dortmund. Gut, machen wir weiter. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Oh. Läuft. Ist auch irgendwie gerade echt hier nur noch ein einzelner Krampf. Mike Franz. Ja, Mike Franz. Zusammen mit Chris Löwe. Da steht die Abwehr sicher. Nikolai Müller. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Es gibt die Ecke für den HSV. Er köpft den Ball. Sie geben Gas, wollen die ja, Führung Grütze. Erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Grütze. So eine Kacke. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für den SC Freiburg. Dann geht es auswärts gegen den BVB. Und da sollten sie natürlich dabei sein. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Eine Kacke. Schuster. Oh. Fairer Einsatz hier. Nikolai Müller. Holtby. Lucas Silva. Ostrolek. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und er schießt. Fast die Führung. War ja mal ein Versuch wert. Aus der zweiten Reihe mal abziehen. Schuster. Oh. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Die Flagge kommt gut rein. Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Unglaublich, ey. Guter Zweikampf. Steil gespielt, gute Idee. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Gute Aktion. Ja, natürlich. Keine schlechte Chance. Ich hämmer hier die Spielertaste. Wechseln und passiert nichts. Kostic. Kovalenko. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er schießt. Jetzt hatten sie die. Schade, schade. So, wir müssen wir auswechseln. Nehmen wir Gudetti, Halilovic. Was haben wir noch? Und nee. Genau. Und bringen noch mal Gideon Jung. Thomas, das wäre die Führung gewesen. Na ja, gut, ich habe gerade nicht daran gedacht. Ich stehe ja nur 1-1. Ich war gerade beim 1-0. Ich bin echt übermüdet. Klasse Technik. 20 Minuten wird Zeit, auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Dass das Spielchen hier vorbei ist. Dann wird einfach nur noch ausgemacht. Er passt ihn auf den Flügel. Das gibt Einwurf. Der war auch noch nicht aus, aber macht auch nichts. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und Kirsche. Oh. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Unser Pole, unser Linksverteidiger Ostrolek. Das war nix. So. Eine Bratwurst, ey. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, ja. Aber jetzt ist der Ball weg. Das ist Doppelpass. Bitte die schicken.
Ja, ich gehe jetzt auf. Günther. Auf Sieg gehen. Oh. Schuster. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Das könnte die Chance werden. Sie holen sich den Ball. Der aktuelle Spielstand lautet hier also 1:1 und wir schauen mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der nächste Gegner. Ich frage mich, genau das meine ich, wo ist da der hohe Druck und das Pressing? Und jetzt gibt es Einwurf. Nikolai Müller. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Da trennt er ihn vom Ball. Ignowski. Unglaublich. Einfach nur, ja, natürlich. Das könnte eine Gelegenheit werden. Lauf mal zur Eckfahne. Entscheidet ein Standard heute das Spiel. Es gibt Ecke. Havard Nielsen. Oha. Das war auch ein interessanter Ausflug von Herrn Adler. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Holtby. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen. Guidetti. Sauber. Sie machen hier tatsächlich das Tor. Unglaublich. Sauber. In der 92. Eine Mischung aus Können. Erst wollte ich da ja schon wieder fluchen, dass der Ball unterwegs verhungert, aber dann macht er das lange Bein und mit einem rechten kleinen Zehennagel, mit Nietnagel an den Innenpfosten und rein. Da habe ich endlich mal Glück, dass er vom Pfosten reingeht und nicht rausspringt. Oh, herrlich. Der sieht so geil aus, unser Trainer. Oh. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten... Oh, sauber. Inmitten Schlusspfiff. Das 2:1 gemacht. Sehr, sehr geil. Das freut mich nochmal. Auch wenn ich mir fast... Weiß nicht, zwischenzeitlich in die Hose mache. Ja, gut. Oh, wir sind im Moment vorübergehend Spitzenreiter. Sehr, sehr schön. Aber natürlich kann noch Köln und Bayern an uns vorbeiziehen. Aber dass wir schon mal weit oben mitspielen im Moment am Anfang, ist schon gar nicht verkehrt. Ich sage danke fürs Zusehen. Lasst gerne weiterhin Kommentare da. Wie gesagt, was als nächstes gestartet werden soll hier in FIFA. Noch eine zweite Karriere oder sogar eine dritte. Mit welchem Verein, welche Liga. Sucht euch was aus. Dazu gerne gleich schreiben, vielleicht welche Formation, welche Spieler wir verpflichten sollen. Ich werde das versuchen, alles umzusetzen, was geht, was möglich ist. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend oder einen schönen guten Morgen oder auch einen schönen Nachmittag oder Mittag allgemein. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, haltet die Ohren steif. Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. Bis dahin kann ich nur noch sagen... Ciao, ciao.